Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu einem Bastelvideo. Ihr habt in diesem Vlog schon gesehen, was ich für ein riesengroßes, tolles Paket von Hallo Kinder zugeschickt bekommen habe. Und ich möchte euch in diesem Video zeigen, was wir daraus bereits schon alles so gemacht haben. Wer mir auf Instagram folgt, der hat schon das ein oder andere gesehen. Ich fange mal mit dem ersten an und das, was auch immer noch so das absolute Highlight ist. Und zwar ist das das Einhorn-Steckenpferd, was schon so ein bisschen gelitten hat, weil das schon mehrere Wochen alt ist und fast täglich bespielt wird. Und zwar hatte ich euch in dem Vlog gezeigt, gab es halt die Vorlagen, die man einfach nur ausschneiden musste und dann die Teile zusammenkleben musste. Und dann waren auch schon die Stäbe dabei, wo die dann drauf kamen. Und diese Steckenpferde habe ich mit den Mädels gemacht, die ich im Zuge meines Leseclubs für Kinder in einer Lesenacht da hatte zum Thema Pferdeabenteuer. Da hat das natürlich mega gepasst und während die Mädels ihre Steckenpferde gemacht haben, habe ich halt dieses Einhorn hier für Svea gemacht. Und sie war so begeistert und happy, als ich das dann mitgebracht habe. Wie gesagt, es hat schon so ein bisschen gelitten, aber das wurde auch schon mehrmals mit in den Kindergarten genommen. Und die mag das tatsächlich sehr, 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 sehr gerne. Das fand ich eine super süße Sache. Dann habe ich gemacht Glücksschweine. Und hier drin sind so ein paar Botschaften. Möchte ich mal so ein paar davon vorlesen. Heute mache ich mir einen schönen Tag mit meinen Freunden. Ich habe heute die Fähigkeit, besser zu lernen. Ich kann es. Ich schaffe es. Also so richtig schöne Sachen. Und das finde ich eine richtig coole Idee, dieses Glücksschwein mit den Botschaften zum Beispiel zusammen mit einem Gutschein zu verschenken. Also das quasi als Verpackung für den Gutschein zu nehmen, weil nur so einen Gutschein zu überreichen ist manchmal ein bisschen doof. Und da finde ich das halt eine super süße Sache. Dann haben wir zu Sveas Geburtstag, also zu ihrer Geburtstagsfeier hier zu Hause mit Freunden und entsprechend natürlich auch mit anderen Kindern Folgendes von Hallo Kinder gemacht. Da sind solche Plastikflaschenrohlinge dabei und Aufkleber. Und die Kinder haben sich quasi alle ihre eigene Trinkflasche gestaltet. Sie haben sich halt den Rohling ausgesucht, die Aufkleber ausgesucht und haben sich die beklebt und hatten dann halt auch was ich halt immer so schön finde, was zum Mitnehmen und was für den Alltag, was sie dann halt auch einfach benutzen können. Und Trinkflaschen braucht man mit Kindern immer und auch jede Menge. Und da hat sich jedes Kind seine eigene Trinkflasche beklebt. Finde ich eine super, super geniale Sache. Hat die auch eine Zeit beschäftigt und glücklich gemacht. Und dann habe ich auch schon einiges für Ostern gebastelt. Das eine kann ich euch nicht zeigen, weil es bereits an meiner Fensterscheibe hängt. Das andere kann ich euch aber zeigen. Und zwar habe ich Geschenktüten für Ostern gebastelt. Man hatte quasi wieder einen Bogen mit diesen Teilen für den Hasen. Die habe ich einfach ausgeschnitten und dann auf eine Geschenktüte geklebt. Und ich finde, das macht so, so viel her und sieht so, so süß aus. Und da kommen dann die Ostergeschenke rein. Und das war alles so schön simpel. Also ich habe es meistens ausgeschnitten und die Kinder haben mir dann beim Kleben geholfen, beziehungsweise das haben sie tatsächlich komplett alleine gemacht. Und ich finde es schön, man muss sich nicht erst Gedanken machen, okay, das Projekt möchte ich machen, dann muss ich das alles dazu kaufen, sondern du bekommst es halt einfach schon komplett fertig, ne? Auch wie bei den Steckenpferden, dass wirklich auch schon die Stecken dabei sind und so. Also eine richtig coole Sache. Deswegen schaut euch gerne mal den Online-Shop Hallo Kinder genauer an. Und auf Instagram könnt ihr auch noch mal einige unserer Werke sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!